Als seine Mutter beim Putzen des Hauses das Tagebuch ihres 17-jährigen Sohnes fand, beschloss sie es durchzublättern. Sie wusste nicht, dass das Tagebuch den Plan ihres Sohnes enthielt, einen Schüler seiner Schule zu töten. Während manche Eltern ihren Kindern das Beste wünschen, tun sie Dinge, die anderen Menschen schaden könnten. Ihre Priorität ist die Sicherheit ihres Kindes, auch wenn das bedeutet, anderen Schaden zuzufügen. Die Frau in der heutigen Geschichte schaffte es in die Nachrichten, als sie das Undenkbare tat, als sie von dem Plan ihres Sohnes erfuhr, und zwar in seiner Schule einen Massenmord zu verüben. Die Mutter tat etwas, was die meisten Eltern sich nicht trauen würden. Es war ein ganz normaler Tag für Nicole Schubert, die im September 2019 ihr Haus aufräumte, als sie zufällig auf das Tagebuch ihres damals 17-jährigen Sohnes stieß. Neugierig öffnete sie das Tagebuch und blätterte durch die Seiten, um zu erfahren, was ihr jugendlicher Sohn reingeschrieben hatte. Zu ihrem Entsetzen findete sie in der Handschrift ihres Sohnes einen Massenmordplan. Ihr Herz raste, als sie jedes Wort des schrecklichen Plans las. Sie konnte nicht glauben, dass ihr Sohn so etwas schreiben könnte. Schubert sagte: "Es war sehr beschreibend. Es war einfach herzzerreißend. Ich wollte die Details nicht wissen." Schuberts Sohn war für sie etwas ganz Besonderes, da ihr erstes Kind war, aber als sie sah, was er in sein Tagebuch geschrieben hatte, stellte sich ihre Welt auf den Kopf. Sie war am Boden zerstört, als sie von seinen bösen Plänen las. Wie alle Eltern wollte sie das Beste für ihren Sohn und glaubte, dass er im Gefängnis und nicht zu Hause in Sicherheit sein würde. Der Teenager hatte geschrieben, dass er um 5 Uhr morgens zunächst seine Mutter und ihren Freund töten und später am Tag zu seiner Highschool in Washington gehen würde, um dort Schüler anzugreifen. Er hatte seinen Plan ausführlich beschrieben, was für Schubert ein Schock war. Sie kannte diese Seite ihres Sohnes nicht. Schubert brauchte Zeit, um zu entscheiden, was sie als nächstes tun würde, während ihr das Herz schmerzte, als sie herausfand, was ihr Sohn vorhatte. Sie sagte: "Das ist mein Kind, ich habe es zur Welt gebracht, es tut sehr weh." Wenige Stunden später informierte Schubert die Polizei über die Pläne ihres Sohnes und zeigte ihn mit seinem Tagebuch an. Wie alle Eltern wollte sie das Beste für ihren Sohn und glaubte, dass er im Gefängnis und nicht zu Hause in Sicherheit sein würde. Ihr Sohn ins Gefängnis zu schicken war für Schubert nicht einfach, aber sie tat es trotzdem. Sie sagte, sie habe darüber nachgedacht, welchen Schaden ihr Sohn hätte anrichten können, wenn er nicht hinter Gittern säß, und informierte die Polizei über seine Pläne für seine Besserung. Sie gestand: "Zu diesem Zeitpunkt ging es nicht nur um mich und ihn. Es ging um eine ganze Schule, hunderte von Menschen, hunderte von Kindern." Schubert dachte auch an die Kinder ihrer Kolleginnen, die in derselben Schule wie ihr Sohn waren. Sie konnte nicht zulassen, dass er das Leben vieler Kindern und Eltern ruinierte, also beschloss sie, die Polizei über seine Pläne zu informieren. Die Polizei nahm Schuberts Sohn fest, als er von der Schule nach Hause kam. Als sie ihn verhörten, fand sie in seiner Tasche ein Messer, das scharf genug war, um jemanden damit zu töten. Einige Monate bevor Schubert das Tagebuch ihres Sohnes entdeckte, hatte sie eine Rohrbombe und einige Materialien gefunden, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet wurden. Sie hatte auch die Polizei über ihre Erkenntnisse informiert, als sie ihren Sohn ins Gefängnis schickten. Schubert, die Mutter, die es nicht bereut hat, ihr Kind ins Gefängnis geschickt zu haben, sagte: "Ich glaube, ich habe Leben gerettet." Als die Polizei Schuberts Sohn befragte, erzählte er ihnen, dass das, was er in sein Tagebuch schrieb, nur eine Geschichte sei. Er bestritt, in seinem Tagebuch einen echten Massenerschießungsplan geschrieben zu haben. Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gaben ihm die Behörden 18 Monate Sozialaufsicht und 20 Sozialstunden. Außerdem wurde er einer psychischen Untersuchung unterzogen und durfte nicht zur Schule gehen. Derzeit plant Schuberts Sohn, nach seinem Abitur aufs College zu gehen, und es liegen keine Vorwürfe gegen ihn vor. In der Zwischenzeit, sagt Schubert, wolle sie, dass andere Eltern überwachen, was ihre Kinder tun. Schubert fordert andere Eltern auf, mit ihren Kindern zu sprechen, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Sie sagte, ihr Sohn sei nur deshalb im Gefängnis, weil sie rechtzeitig eingegriffen habe. Und wenn nicht, hätte es für Schubert und ihren Sohn wahrscheinlich noch viel schlimmer geendet. Der mutige Schritt der Mutter rettete Hunderten von Kindern das Leben. Wenn sie sich dafür entschieden hätte, das Tagebuch ihres Kindes zu verstecken, hätte sie sich möglicherweise wegen etwas viel Schlimmeren verantworten müssen. Diese Geschichte lehrt uns, dass Eltern für das, was ihre Kinder tun, verantwortlich sind. Wenn sie sehen, dass ihr Kind etwas Ungesetzliches tut, sollten sie sofort mit ihm darüber sprechen. Ja, was würdet ihr an Schuberts Stelle tun? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare.